Da sind wir wieder und jetzt kommt's. Tell me why. Tell me why. Das neue Spiel von den Donuts. Ist es so gut wie Life is Strange? Erste Staffel, tell me why. Jetzt spielen wir es an und ihr werdet sehen. Tell me why. Ihr habt gedacht, hör auf, ne? Nein, das geht jetzt eine Stunde lang so. Stimmt nicht. Wir spielen jetzt Tell Me Why, das neue Spiel von den Donuts. Es gibt die zweite Staffel, das zweite Kapitel bereits. Und wir spielen die erste. Eine Stunde werden wir es uns angucken. Danach starte ich meine Trainingssession zu StarCraft 2. Denn irgendwann in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten werde ich und Niklas zusammen vermutlich die Schweine von Instinct 3 herausfordern. Mal gucken. So, und jetzt starten wir. Viel Spaß. Ups, Moment, Regie, was ist los? Irgendetwas läuft noch auf dem PC im Hintergrund. Das kann ja eigentlich nur ein YouTube-Video sein, das genutzt wird, um den Ton einzupegeln. Ist es jetzt weg? Mann, sind wir ein Team. Okay, ich starte das neue Spiel. Es wird wahrscheinlich viel geredet. Ich habe auf Deutsch gestellt, deswegen seht ihr die Untertitel höchstwahrscheinlich auch. Ich bin ruhig, wünsche euch viel Spaß. Tell Me Why ist ein storybasiertes Spiel, in dem jeder deiner Entscheidungen zählt und deine Beziehung zu den anderen Charakteren beeinflusst. Viel Spaß damit. I need to ask you a few questions, okay? Can you tell me what happened tonight? I went to show her my haircut. She had a gun. She... Take your time. She freaked out. I... It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so I stabbed her. I killed my mother. Ja, aber eigentlich hat er doch schon erzählt, why.
Okay, first, I'm gonna find the keys to the old house. Then, I'm gonna drive to Fireweed and I'm not going to freak out. Was, Weed? Everything's fine. Alter, da sind aber viele Dinge zum Angucken. Also, wir sehen schon, das Thema ist ja diesmal auch schon bekannt. Das wurde ja auch schon letztes Mal durch die Presse geschliffen. Es geht um, Transgender ist so das Überthema, wenn ich's richtig erkannt habe bisher. Und das ist natürlich jetzt ein Thema, wo vielleicht nicht jeder Bock drauf hat. Aber vielleicht ist es gerade deswegen das richtige Thema. Und einige, die es gespielt hatten, meinten auch, es wäre ein überraschend erwachsenes Spiel. Kurze Frage, Regie, soll ich die Musik nicht lieber ausmachen? Ist das nicht wieder problematisch? Das ist jetzt leider auch echt wieder ein dummes. Ja, also ich meine, natürlich hat die Regie recht und ich auch. Und das müssen wir auch so machen. Aber es ist halt mega dumm, weil das Spiel halt sehr darauf setzt, dass man die Musik hört und die Stimmung der Musik sozusagen, ne, vermittelt bekommt. Das geht jetzt halt alles nicht, weil wir es eben nicht dürfen. Das am Anfang zur Erklärung. So, jetzt aber zurück zum Spiel. Regie? I wonder if Tyler will even da. Recognize me. Das ist der Chat. Last picture I sent was from the Selbst die Regie weiß schon nicht mehr, was ist eigentlich jetzt. So viel Backseat Gaming im Chat, dass die Regie schon denkt, das wäre das Spiel. I have got to make solid plans to see the Geminids. I wonder if Tyler'd want to go. Hey, you wanna freeze your ass off watching burning rocks fall through the sky? Yeah, I might need to work on my sales pitch. Oh. Ooh, I can't wait to force Tyler to watch this with me. He's totally gonna hate it. Oh, right. I stashed them down here. So that's where you've been hiding. Was ist das? Nimm das nicht mit. Was auch immer das ist, ist sehr unangenehm. Nimm's doch nicht mit, wenn das ist, wenn das Leute sehen. All right. I think I'm ready to go now. Ich muss mal kurz, weil Leute gesagt haben, ich könnte auch Streaming-relevante Musik ein- und ausstellen. Da müssen wir gerade mal gucken. Ich bin ja voll, ja, nur hier. Audio ist hier. Es gibt einfach leider keine Möglichkeit, da, sag ich mal, auf Streaming-Musik oder so umzustellen. Ja, gibt leider nicht. Aha. Ein Mensch der Tat. I can fix this. Do-it-yourself. Kram. Eine Menge davon. Das ist, also so benutzt man doch kein Teleskop. So kannst du doch gar nichts sehen. Probably not gonna see any stars at this time of day. Sag ich doch. Da ist schon wieder dieser Roboter. Sie mag Roboter. Not the prettiest of my creations. I could look at this artwork all day. Also ich nicht. Okay, jetzt wissen wir natürlich ein bisschen mehr über sie, aber trotzdem wollen wir noch weiter spionieren, bevor es dann losgeht. Machen wir kurz einen leeren Song an. Ich dachte, dass wir jetzt die Musik, die wir ja nicht hören, wechseln können. I should probably get rid of this. I mean, I can stream it anytime I want. A journey through the stars. Makes me happy just to look at the box. Das gar nicht sehen, was Tales of Slippery. Ich bin mir nicht sicher, ob es so heißt. Aber die Bücher, die jemand liest und die Filme, die jemand guckt, sagen ja auch sehr, sehr viel aus über den Menschen. Wo ist meine To-Do-Liste? Da, Moment. Das ist ja, ist das hier Braille? Morse-Schrift? Police Chief Brown asked Council to reconsider budget. Dog strike to begin this week. Can't believe we're gonna go back to that house. At least I'll have Tyler. Ja, die right. Schlüssel sucht sie. I think I'm ready to go now. Nein, aber ach, du hast sie ja schon. Die Schlüssel haben wir schon. Na, wir gucken noch mal ganz kurz deinen Laptop an. I should probably check my email one more time before I go. No, I've already done that 3 times this morning.
Na und? In 5 Minuten kann viel passieren. So, lassen wir es halt. Was mir direkt auffällt, die Engine an sich wurde doch schon ein bisschen verbessert im Vergleich zu Life is Strange. Ich nehme an, es ist die Life is Strange 2 Engine, die noch ein bisschen verbessert wurde. So genau weiß ich es nicht. I haven't practiced since high school. Aber ich finde, man kann damit leben. Super rusty. Ist irgendwie okay. So, jetzt kommen wahrscheinlich auch wieder Filmszenen mit Musik. Die fehlt jetzt. Stellt's euch mit einer richtig schönen, dramatischen, atmosphärischen, emotionalen Musik vor. Oh, Allie, she's gonna be so awkward. So, lesen wir das mal. Lieber Tyler, ich weiß, was du jetzt denkst. Ein Brief? Warum so komisch und förmlich? Wieso keine E-Mail? Tja, ich dachte mir für ein Hey Bruderherz, ich wollte mich nur mal eben melden, bevor wir uns wiedersehen. Nachdem du 10 Jahre im Jugendknast warst, wäre ein Brief passender. Wie auch immer, du wirst mir dankbar sein, wenn du 90 bist, die Maschinen die Weltherrschaft an sich gerissen haben und du noch was hast, das du bei Kerzenschein lesen kannst. Siehst du, ich plane voraus. Tja, ich kann kaum glauben, dass du in ein paar Wochen wirklich draußen bist. Was geht? Das ist so cool, Alter. Ich werde bestimmt total verkrampft sein, wenn wir uns sehen. Also versuch das bitte zu ignorieren, ja? Wie war dein letzter Monat? Bist du traurig, dass du deine Schützlinge verlässt? Sie werden dich bestimmt vermissen. Ich habe neue Reifen anbringen lassen, bin also bestens vorbereitet, um dich abzuholen und spar dir abfällige Bemerkungen. Wenn du meine Karre siehst, sie hat einiges erlebt. Und es kann nicht jeder ein Autofreak sein. Die Veggies haben mir den Tag freigegeben. Wir könnten also direkt zum alten Haus fahren und es für den Verkauf vorbereiten. Ich kann es kaum erwarten, nie wieder über diesen Ort nachdenken zu müssen. Ich freue mich wirklich darauf, dich zu sehen. Nur damit das klar ist, drück dich, Allison. Also, Tyler ist der Kollege hier. I'm about to leave this room for the last time. Okay, I'm pretty much done here. I just need to grab my goblin and I'm off. Ist das eine perverse Penisanspielung oder? Ach nee, du meinst wirklich den Goblin da hinten, ne? Ja, er ist in dem Fall, glaube ich, der Täter, den wir am Anfang noch gesehen haben. Man fragt sich natürlich, okay, wenn jetzt jemand entscheidet, ich bin jetzt in dem Fall männlich, ist das für die Eltern, glaube ich, auch sehr schwer. Aber dass ein Streit dann so eskaliert, dass in dem Fall er die Mutter umbringt, ist natürlich jetzt eher selten, würde ich mal behaupten und hoffen. Also ist so ein bisschen, glaube ich, Thema des Spiels, wie konnte es dazu kommen? Was ist denn jetzt wirklich passiert? Take on me, nimm die Box, take die Box, this bunk of junk. Ja, also Müll, den ich halt einfach so lasse. Kannst du auch einfach vor die Tür stellen. So, weil ich lese, dass ich konfus bin. Ich dachte, er ist Tyler, die Person, die gerade aus dem Knast ist. Und da ich ja weiß, dass es um Transgender-Spiel geht, dachte ich, dass er der Hauptcharakter ist. Weil jetzt im Chat wieder Leute sagen, das wäre konfus. Ich weiß es ja nicht. Lassen wir uns doch einfach mal, ja komm, die Testosteron-Spritzen im Wochenplaner sagen es eigentlich ziemlich deutlich. Ist das derselbe Zettel oder ist ein anderer? Hi Aaron, bin ich jetzt Tyler oder Aaron? Du weißt ja, Briefe sind nicht, ach, das habe ich geschrieben. Du weißt ja, Briefe sind nicht meine Stärke, aber du warst der beste Tutor, in den sich ein gefährdeter, aber reformierbarer Jugendlicher wünschen könnte. Danke, dass du für mich da warst. Du hast mir mehr geholfen, als du denkst. Ich werde versuchen, das Beste daraus zu machen, wenn ich aus Fireweed raus bin. Überleben heißt rebellieren. Danke, Kumpel. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber kann man durchaus mal so sagen, das ist offensichtlich ein Abschiedsbrief an die Leute, die hier noch bleiben. Da muss ich aber hier einiges zum Untersuchen. Was liest denn er hier für Bücher? The Transgender Man's Guide to Healthy Masculinity. Ja, den könnte ich aber auch mal lesen. Songs of Innocence von William Blake und Shelter from the Flood. Das sind sehr interessante Bücher. Beide habe ich noch nicht gelesen. Ich glaube, die gibt's aber auch. Also zumindest gibt's ja die Autoren. Hier noch ein bisschen Werbung der Entwickler für ihre persönlichen Lieblingsbands, wahrscheinlich auch die Bands, die Musik für das Spiel gemacht haben.
Normalerweise würde jetzt Musik laufen, stellt's euch vor. Reise mit dem Auto. Durch den Schnee. Der Bär sagt Welcome back. Er läuft durch den Gang. Die Tür geht auf, die Sonne scheint ihm ins Gesicht. Sie wirft einen Teddy raus, weil der Teddy war ein Arschloch. Arschloch Teddy, hau doch ab, dich nehme ich nicht mit. Da laufen sie aufeinander zu. Es tut mir leid, ich hab ein bisschen die... Hi, Tyler. Hi. First time we see each other in 10 years, and it's hi, Tyler. Oh, sorry, I... It's fine, Allison. Hi is a good place to start. God, it's good to see you. Likewise. You have anything else you need to get? Nope. This is it. My last 10 years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. You look good in that. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep. We're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? Das Essen, die Leute, natürlich die Leute. Honestly, people. The other residents, my mentees, my counselor Aaron. Took me a while to fit in, but once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. That's so great. I'm really happy for you. We planning to drive to Delos Crossing or push? You are welcome to walk. Nah, I'll take my chances. Need one last look or anything? Looked. Let's go. Endlich wieder zusammen. Endlich wieder zwei. Endlich wieder zusammen. Endlich wieder zwei. Hey! Wem waren wir noch allein? Jetzt sind wir zu zweit. Oh, really? I am 100% not creative enough to make that stuff up. Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board. No way. Der hast du gerade rausgeworfen. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up. And there was the bear, fat and happy on a literal mountain of empty chip bags. You go where the food is. Oh, I can relate to that. So then what happened? I'm not sure. I think they couldn't get him to leave, so they tranked him. Oh, poor buddy. Shot in the ass just for getting the munchies. Yeah, well, you know what they say. Safety first in bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. The bear is fine, Tyler. For now. You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits, inhumane ground traps, even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet, but at least I got the school part out of the way. I can't believe you've got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. What about you? Allison? Well,
zoned out there for a second. Sorry. What's up? I'm sorry, I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot. Ich drücke A. Why did we take the ferry instead of the coast road? Because I didn't want to be stuck in the car with you for an extra 2 hours. Ha ha. We have to take the ferry. It's the only way to reach Delos from Fireweed. I see. Well, good. I don't think my stomach could have taken 2 more hours of how you handle curves. I'm sorry. Do you want to take over driving when we dock? No. You're gonna have to get back behind that wheel at some point, you know. Look, I put a Fireweed van nose first in a ditch. Hey, at least you missed the porcupine. I'm guessing things haven't changed much. You mean in Delos? Still the capital of East Jesus Nowhere. Can't wait to get out of here. Guess that normal life you wanted didn't live up to your expectations, huh? I mean, having cable and full-time electricity was definitely a plus, but no one ever forgets anything in a small town. You get marked a weirdo, and that's it. That's your life. At least you had Michael. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. Bet you're gonna miss him when you move to Juno. How's he doing? Good. Good, good. But I haven't seen him much outside of work lately. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. Is that smoke coming out of Stonehouse? Welches das dann, ne? Guess someone finally bought that old shack. That, or the ghosts are cozying up by the fire. Think the new owners know it's totally haunted? I'm sure Tina did her best to keep them from figuring it out. At least until the paperwork was signed. Ugh. That house always gave me the creeps. Those windows are like huge gawking eyes. You think people talk about our house this way? Probably. Oh, kann ich jetzt das andere auch nochmal angucken? Nee. Das waren genug Interaktionsmöglichkeiten, mein Freund. Es muss ja wohl reichen. We're really going back there, huh? Was willst du noch? I mean, we're going home. Yeah. Yeah, we are. Think the house will sell? No interested buyers yet. Turns out, people don't line up to buy murder houses with no electricity. At least it's got one hell of a view, unlike Juno. Hey, Juno has mountain views aplenty. It just also has people and fun. You still thinking you might be my roomie? I'm thinking about it. Hey, can I ask you a question? Again? Shoot. I was told... after you, well, graduated, I guess, and became a mentor 3 years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious how you spent your time. Bluk duk tuk 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 macht der Motor. Bluk tuk 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 macht der Kopf. Bluk tuk 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 tuk, da kannst du mal nachdenken. Allison. Oh Mann, yeah? Ich bin gerade am Musik machen. Spit it out. Okay, you need to promise not to freak out. What is it? Ein Ring? Der Ring? Der eine? It's a gift. From Eddie. I know he's not your favorite person, but... I'm sorry. When you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. Come on, Ty, don't... And your adopted father, the man who didn't let you visit me for 7 years. The Fireweed administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. Please? For me? He can't buy my forgiveness with some cheap-ass trinket.
It's a gift, Tyler. You know what gift-giving means in Tlingit culture, and what it means to refuse one. Ja, Frage, will ich das überhaupt annehmen? Es ist mir egal. Mir ist alles egal. Exactly. Ha! Nimm das! Seriously? That was childish. What is wrong with you? Ich schmeiß den Ring ganz einfach weg, wie weg. I'm the one who's being dramatic. Der Ring gehört zum Dreck. Und du denkst, du machst mich jetzt hier zu Schneck. Nur wegen dem Ring, das dumme Ding. So einfach. Musik ist so einfach. Wo ist mein Preis? Did you hear that? So, that was an asshole move. To put it mildly. I deserve that. Sorry I tossed the ring. I'm sorry too. I just hoped we could wrap everything up with a grand gesture and move on to our perfectly normal lives. What? This isn't normal? Still your brother? Still your sister. Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Yes. Completely. Sorry. Go ahead and stop apologizing all the time. Okay, sorry. Thanks. Oh, ich darf mich bewegen. Oh, Freiheit. Oder ist nur die Kamera? Vielleicht auch nur ein paar Minuten, bis sie wieder vom Telefon weg ist. It's so weird being back on this boat. So, jetzt hole ich mir erstmal schön die Schaufel raus. Hm. Doch nicht. Impressive, ain't she? Was? Ja, sie haben eine sehr tolle Schaufel. You planning to land a moose with that? Good eye. Wanna draw on a bull tag up this way. You got your license and tag on you? Why, yes, officer. Everything's in order. You hunt? Nein, ich angel. Never had the Angeln chance. Ist doch eigentlich auch no. Jagen. Halt anders. Fische like kann man halt nicht jagen. Die muss man angeln. To make you feel alive. Where are you headed? Delos Crossing. Same here. You from around here? Born and raised. Born and bred. Ah, you don't say. I moved to Anchorage around your age. Delos was mostly Alaskan natives then. Tlingit, Haida. I haven't been home in 5 years. My sister's planning to move to Juneau. Good for her. Most folks I know never tried living anywhere else. I'm Alex, by the way. Alex Gershwin. No relation. Huh? To George Gershwin? Gershwin, the pianist. Yeah, ja, klar. Folks always asking if we're related, so I try to hand it off in the pass. Oh. What'd you say your name was? Ich sage meinen Namen nicht. Just call me Tyler. All right. Good to meet you, Tyler. Likewise, sir. Das ist ein interessanter Charakter, mit dem werde ich sicher noch viel zu tun haben. Aber wir sagen natürlich nicht unseren ganzen Namen, weil niemand soll erfahren, dass wir derjenige sind, der unsere Mutter umgebracht hat, was ja wirklich ein bisschen heftig ist. Man fragt sich immer so, ich habe ja bei Don't Nod schon häufiger diese typischen, ich sag mal, diese Klischee-Charaktere schon häufiger gesehen. Und die sind meistens immer sehr suspekt und werden irgendwann zu einem riesen Arschloch. Bin mal gespannt, ob Don't Nod dieses Mal da ein bisschen
mehr Feingefühl zeigen oder ob sie weiter diese plumpen Scherenschnitte benutzen, die sie meiner Ansicht nach schon viel zu lange einfach irgendwie als Realität einem versuchen zu verkaufen. Also gerade bei Life is Strange 2 war ich extrem abgeturnt von dem Scherenschnittartigen Moral, die da einem aufdoktriniert wurde. Fand ich nicht geil, muss ich ehrlich sagen. Fand ich ja auch nicht gut den zweiten. There's nothing like the open air. Hey, you sent your application to Denali yet? Not yet. I need way more experience. You're not applying to run the entire national park. They've got to have something entry level, right? Yeah, but I've done no internships, no volunteer work. They probably get hundreds of applicants, and I've got nothing to show. Come on, you don't know that. Doesn't hurt to try. Man sieht hier auf jeden Fall, wurden die Texturen ein bisschen verbessert, gibt es gefühlt mehr Details und eben höher aufgelöste Texturen. Also ich bin eigentlich mit der Engine jetzt relativ zufrieden. Sie ist immer noch nicht top-notch und noch nicht auf dem Stand anderer Spiele, aber sie ist für Donut auf jeden Fall richtig gut. Ja, im Chat sagten es auch einige Leute, dass es in Life is Strange, hatten sie es noch drauf, Grautöne auch zu erkennen und zu benennen. Oh, da hinten, da steht die Seilbahn. Und ab 2 hatte ich zumindest das Gefühl, ich habe es auch eben schon mal im Chat gelesen, dass die so eine sozialpolitische Agenda haben, die dann irgendwie jetzt umgesetzt werden muss, komme was wolle. Und das hat sich so angefühlt, als ob man zu Ungunsten der Geschichte da eine Agenda durchdrückt. Das fand ich irgendwie ein bisschen doof. Jetzt muss man natürlich sagen, ist seitdem auch schon wieder so viel passiert, dass man jetzt heute wieder sagen könnte, okay, jetzt ist es eigentlich top aktuell. Aber ich fand es immer noch mit wenig Fingerspitzengefühl wurde der zweite Teil designed. Ist meine persönliche Meinung. Also ist jetzt wirklich, ist auch okay, wenn ihr das anders seht. Aber hier habe ich bisher das Gefühl, typisches Life is Strange Gameplay, also nahezu nicht vorhanden. Aber die Charaktere wirken doch irgendwie ein bisschen erwachsener. Vielleicht auch die Probleme sind ein bisschen erwachsener als das, was in Life is Strange 1 der Fall war. Aber hoffentlich geht es nicht so sehr ins Politische wie in Teil 2. Aber ich habe offen gesagt keine Ahnung. Also bin echt skeptisch und ein bisschen Angst habe ich auch, weil dieses Thema natürlich sich sehr anbietet, um einfach übers Ziel hinauszuschießen und eher, sage ich mal, so diese Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben. Da ist dann der Jäger. Was? Du bist in Wirklichkeit eine Frau? Hier ist mein Gewehr. Leute wie du sollten nicht leben. Wenn sowas passiert, denke ich mir, ja, nee, okay, komm. Wahrscheinlich wird der Typ einfach nur ein Assi sein. Ihm gegenüber. So kann ich mir das zumindest vorstellen. Kann aber auch daran liegen, dass sie ihn halt abschätzig behandeln, weil sie mitkriegen, dass er der Mörder der Mutter ist. Das sind alles gute, solide Punkte. Ich frag mich nur, wie sie umgesetzt werden. Na, gucken wir mal. Dreh dich im Wald, die Tiere freuen sich auf deine Anwesenheit. Dreh dich im Wald, so wie es dir gefällt. Und friere die Hände. Das fliegt mir aber so zu. Normalerweise kommt jetzt halt echt schöne Musik, nehme ich an. Aber so ist ja auch schön. Kann man mal ein bisschen resümieren, sich überlegen. It's basically exactly like I remember it. Only faded. Like a Polaroid left on a windowsill. From the outside, it almost looks charming. Charm's not the problem. Structural integrity may be an issue. You think there's a chance whoever buys it will just tear it down? If someone buys it, they can do whatever they want with it. Also ein Airbnb daraus machen. You wouldn't care at all? Would you? Sure. Everywhere I look, I see a piece of one of our adventures. Everywhere I look, I just see her.
Ne? Du erinnerst dich, die Mutter, Allison, die du umgebracht hast? We could go grab a bite. Start this tomorrow? No. The only way to get this done is to do it. Okay. After you. Kurz mal ein bisschen die Umgebung einmal bewundern. Ein Vogelhaus. Mit einem, da guckt ein Vogel raus. Marianne always spoiled the birds. Also. Entweder sind es zwei zu eng aneinander angebrachte Glory Holes oder es ist so ein Cardbox-VR-Ding von Google, aber es ist ganz sicher keine Zweiraumwohnung für Vögel, weil das ja Quatsch ist. Da zwei Löcher ist ja eins zu viel und dann zieht es auch, wie Hechtsuppe. Marianne always spoiled the birds. Ja, mit einem Loch zu viel. I can relate. Komm, ich gebe euch zwei Eingangstüren. Hey, you remember that? Come on, Tyler. It's freezing out here. You're right. Sorry. Let's head inside. Na gut, geh mal rein, komm. Oder wir gehen durchs Fenster. Did you smoke something before you left Fireweed? The door's right there. Duh. Locked. Well, it's a good thing I remembered this. You sure that's the right key? Yes. Maybe someone changed the lock. Who would change the lock on us? I don't know. We're screwed. You got a plan B? Yeah. We find another way in. I never knew a locked door that could keep the crafty goblins out. Yeah, we had a million ways in and out of this old house. At least one of them's gotta work. Tja. Einfach so das Schloss austauschen. Was kommt als nächstes? Das Geschlecht? The crafty goblins. I haven't thought about them in forever. Or should I say, us. We almost spent more time as goblins than we did as kids. Das ist eine richtig oh, große Hütte. All the other characters? The Moon Hag, the Ice King, the Old Bear? Most of them, I think. But the details are fuzzy. Hey, do you know what happened to the book with all the stories? No. No idea. Was ist da unten? But I'm sure it'll turn up when we clean this place out. Das ist ja gar nichts. Der ist ja gerade so pseudo hingehockt. Ja, dann guck ich mir diese riesigen Boiler an. Doesn't seem like the greenest source of energy. Not like she had the money for solar panels. Geht's erstmal, bevor ich reingehe, gucke ich mir wirklich erst nochmal die Umgebung an. Ich finde sowas immer sehr schön zu schauen, wie weit die Grenzen reichen. Ach, ich muss sagen, ist natürlich auch ganz schön geil. Also wenn du hier aufwächst, kann doch eigentlich gar nichts Schlimmes passieren, sollte man annehmen. Hey, let's go see if our beaver friends are still hanging around. Mann, Mann, Mann. Außer dass man vielleicht hat sich einen Arsch abfriert. Aber holla, die Waldfee, das ist ja voll schön Hello? Hier. No beavers. Too bad. I did this. Of them would have helped with the sale. Yeah, city people love cute furry animals. Teeming with wildlife, but not the kind that eats the insulation. Ach so, ich kann ja auch noch reden. Am Arsch der Welt. Situated comfortably in the ass of the world, solicitors will never come knocking. In fact, no one will ever come at all. Yep. Yep. We should do this for a living. Yes. Yes, we should. Das habe ich mir auch irgendwann mal gedacht. Hm, ja, jetzt haben wir das hier schön uns angeguckt. Es ist wirklich ein wundervolles Panorama. Da kann doch in dieser Welt kann nichts Schlimmes passieren. Und da sieht man aber auch echt gut, wie schön die Engine geworden ist. Jetzt muss ich mich gerade fragen, ob man da... Ja, aber ob man auf die andere Seite könnte. Hey, ob da quasi das Dorf ist. Let's not press your luck on your first day back. Ja, danger is part of the fun. Berühmte letzte Worte von Leuten, die ins Eis gebrochen sind. Ah, schon so ein bisschen ein Albtraum von mir. Hätte ich überhaupt keinen Bock.
Aber ich glaube, dass man sehr schnell stirbt, weil man dann irgendwie, glaube ich, bewusstlos wird, bevor man überhaupt ertrinkt. What'd you find? Weil es so kalt ist. Remember how mad she'd get if we didn't use the compost? And she always knew when we were lying. Waste not or kiss the planet goodbye. What'd you find? Our hidden treasure. Seriously? How do we think to stash it there? Goblin secrets are always well kept. Huh. Ja, da unten liegt tatsächlich was. Da werde ich jetzt aber nicht hinkommen, oder? Nehme ich an. Jetzt frage ich mich gerade, wir suchen ja den Eingang, also einen anderen Eingang. Hier vielleicht. Das sieht gut aus. No, it should be fine. Okay. If we just get this board out of the way, I could probably squeeze through. Na komm, mal ein bisschen maskuline Stärke abrufen. Na komm. Ach komm, ernsthaft? It's screwed in pretty good. Ah, okay. We need a screwdriver. Verdammt. Schrauben sind echt ein Problem. Also, Nägel kriegst du leicht wieder ab. Schrauben irgendwie nicht so leicht. Vielleicht einfach Fenster eintreten. Beherzt eintreten. Nee? Hm. Ah. Ich dachte gerade, der wäre offen. Sah so ein bisschen aus, als wäre der einfach offen. Ich kann doch nicht mit dem Schnee. We don't have any use for this right now. Luckily. Remember the snowstorm in 2004? Marianne had us digging for hours. Of course. She was too proud to call another adult for help. Yep. Why do that when you've got free child labor? Vielleicht jetzt, wo öffnen steht, aber nein, es geht nicht, ne? Ja, geht nicht. Open sesame. Let me guess. It's locked. Yep. No any other secret passwords? Hmm. Honeydew? Nope. Tja, jetzt haben wir aber auch alles abgesucht, ne? Hier kommen wir nicht durch, weil wir keinen Schraubenzieher haben. Hier, was sollen wir damit anfangen? Ist ja einfach ein Haufen Kompost. Remember how mad she'd get if we didn't use the compost? And she always knew when we were lying. Waste not or kiss the planet goodbye. Oh, ist das ein Auto, oder? Sieht aus wie ein Auto. Ohne Reifen. Ja, da haben wir doch jetzt aber auch alles. Ich meine, hier geht's nicht, ne? Haben wir versucht. Ich probier's nochmal gerade bei allem. I can break a window. Oh, ich hab was übersehen. Civilized people don't do that, right? Sagt ihr. Oh, so we're civilized now? Well, maybe not. But we are trying to sell this place and broken windows aren't exactly amenities. Gucken wir noch mal, ob ich nicht irgendwas übersehen habe. Ich war ja jetzt hier unten schon. Hier ist kein... Das Ding darf ich auch nicht nehmen. Kein Schraubendreher. Hier ist auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Geht nicht auf. Könnte ich natürlich wunderbar kaputt machen. Aber das will ich ja nicht. Oben vielleicht? Da! Das da oben könnte... Könnte eine Möglichkeit sein, wenn ich wüsste, wie ich da hochkomme. Ja. Tja. Da kann ich auch nicht runter. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie es weitergeht. Ein paar sagen, guck mal rechts vom Haus. Mache ich gern mal. Denke, das ist hier. Ach, da ist ja auch noch eine. Da ist ja noch eine Schuppen. Da ist sicherlich jetzt mein. Ja. Ups. Was ist das? I can't believe these are still here. Yeah. We should hide them, so they don't frighten away potential buyers. Da wohnt der Typ, der immer für Mittwochs, oder die Frau, die immer für Mittwochs auf Reddit diese Mittwochsfrösche macht. Anders kann ich mir das nicht erklären. It's Wednesday, my boys. Yeah, we should hide them, ja. So they don't frighten away potential buyers. At least the shed's still standing. Yep. I don't want to think about what might be living inside it, though. Well, better alive than dead. Ugh, yes. Let's deal with that later. Plenty else to do first. Genau, es war der User Small Lebowski, ich erinnere mich, der die immer malt. Jeden Mittwoch auf reddit.de ist Krötentime. Hey, it's locked, all right.
Okay. Da endlich. Should be something in here that'll work. She did not like. Hey, I see a screwdriver. Now all we need to do is get inside. Wait, I'm feeling something strange. Jetzt könnte zum ersten Mal die meistens für Don't Nod typischen Superkräfte, sag ich mal, eingesetzt werden. Ich weiß ja gar nicht, ob er die hat. Ach nee, ist nur erinnern. Das ist keine Superkraft. Don't leave this room until everything looks as clean as a whistle. Ugh. This is the millionth time I've gotten in trouble because of you. You and your big mouth. Hey, you were thinking the same thing. You just weren't brave enough to tell her. What good would it do? It's not like she ever listens to us anyway. Well, I'd rather scream it right in her stupid face than be a quiet little mouse. Oh, we forgot the key. We need to put it back. Maybe we could hide it somewhere. You know, for fun. Goblins are supposed to help the princess, not play mean tricks. Whatever, you're not fun. I'm only trying not to make her even worse. Whoa, did that just happen? I don't know, but I saw it too. What? It felt like it did when we used to share thoughts with our voice. It did, but that was a memory of us 10 years ago, right? I vaguely remember it happening. I think so. And that's new, right? Yeah. We could share thoughts and feelings, but we never replayed memories like that. Why would it happen? And why that memory? I don't know. It's pretty eerie. It's weird, but our voice was always a good thing. This could be too. I'm feeling something again. Near the barn. Yeah, me too. Okay, also wie wir gerade erfahren haben, können beide ihre Gedanken teilen, in diesem Fall jetzt auch ganz neu ihre Erinnerungen teilen. So ist das, ne? Einmal LSD, kommst nie wieder zurück. Hurry, let's go see the silent frog. Coming, I'm coming. What? Stop sulking. I told you already, I'm sorry. No, you're not. Okay, guess you don't want to see what I put in the treasure room then. What? No, I want to see. Aha. I guess we know where to search now. We just have to remember which one is the silent frog. Ja, der nix sagt. Du Dummplotze. So, which one of you is hiding the key? Damn. Mein Gott, du hättest den Knast gehört, wegen Dummheit. Seriously? Kidding. Oh, come on. Yeah. Okay, sorry. Nice job keeping a secret, buddy. 10 Jahre lang hat dieser Frosch auf dem Schlüssel gesessen. Er hat schon Ekzeme bekommen deswegen. Yep. I don't want to think about what might be living inside it though. Well, better alive than dead. Hallo. Yes. Schlüssel. Let's deal with that later. Plenty else to do first. Ah ja, da war ja gar kein Schloss. So. Oh, schön mit den Grabbelfingern sich hier alles schnappen, was nicht angewachsen ist. Nehmen wir mit. Kann man auch gut jemandem ins Ohr rammen. All this for a screwdriver? You got a better idea how to get in? Huh. Who left this box here? It looks brand new. It wasn't me. Has someone been out here recently? Guess it's your lucky day, bird friends. Okay, also wir haben jetzt zwei Dinge, und zwar Vogelfutter und den Schraubendreher, den wir natürlich hier gleich benutzen. Ja, Mann! You sure you want to go in there? This was our very first den, remember? Who knows what lives down there now? Everything okay down there? Tyler? Ah! Oh, that's not funny! Then why am I laughing? Okay, fine. But you're still an idiot. All right. I'm going in for real this time.
Okay, I'll see you at the front door in a few minutes. Was hat die eigentlich, oder Entschuldigung, er hat ja so einen Tausendfüßler in der Hosentasche. Was soll das denn? Nimmst du nicht einfach so ein Insekt mit? Ich nehme an, das ist was anderes. Aber ich bin halt nicht mehr jung. I don't know what this shit means. Was ist das? Für mich ist das ein Tausendfüßler. Und das andere ist so eine Kletterklemme. Falls du mal zufällig bergsteigen willst, kannst du deine Hose anseilen. Ouch. Are you okay? What happened? I just hit my head like an idiot. Wait. What? Where are you? Ty. I'm outside. But I can hear you in my head. Our voice. It's back. Holy shit. Don't spell dragons. Straight ahead. Need to go left, I think. Ach, da ist der Drache. Ja, irgendwie schon lustig. Die haben sich halt als Kinder natürlich da unten rumgetrieben. Ich hätte es nicht gemacht. Niemals wäre ich da hingegangen. You were right. Nothing here. Of course I was. Na, da ist doch noch was. Ach so, das ist so ein, ich dachte, kein alter Schuh, aber das ist irgend so ein Schnitzwesen. Ah, ist das hier? I would have taken the gold. Not even in your dreams. Also das können sie eigentlich ganz gut, die Entwickler, so eine Welt aufbauen, die mehr oder weniger nacherzählt wird, die durch Erinnerungen erzählt wird, die durch Gespräche erzählt wird. Und dieses ganze Kobold-Ding und so. Es ist, man kann sich das ganz gut vorstellen, wie die beiden hier gelebt haben. Und dadurch, dass sie auch diese Verbindung haben, diese übernatürliche Verbindung, muss man sich auch schon fragen, wie kommt das überhaupt so weit kommen? I ever expected to see you again. It's been a long time, buddy. Moment, konnte ich da das Gefühl, ich konnte da gerade noch was machen. Ich guck noch mal hier untersuchen und dann. Oh, das ist ein bisschen nervig. Wow, can't say I ever expected to see you again. It's been a long time, buddy. Da, ich wusste nämlich, da ist noch was. Das ist ja gar nichts. Ja, kann ich mir halt den Hintern angucken von dem Ding. Gut, der Elch. Den Elchtest haben wir bestanden. Nope, it was on the right. My bad. Da ist der Schatz. You were right, sis. Of course. A goblin never forgets where she stashed her treasure. Not even should a thousand years pass. Guck mal, sogar der Bacon ist noch in Ordnung. Pink. It always had to be pink. I found her old kite. I think its wings have been clipped, though. Rest in peace, brave bird. Aber wenn man diese Fähigkeit hat, warum spielt man dann nicht hier professionell Poker oder so? Das gäbe so viele Möglichkeiten. Du könntest jeden Test bestehen, weil dein Buddy, deine Schwester einfach mit Wikipedia im nächsten Raum sitzt. Me too. But we really are connected. The Mad Hunter. Why am I still afraid to say his name? He was Marianne's creation. She made all the creepy characters. Also Marianne ist potenziell eine Freundin oder vielleicht sogar sowas wie eine gespaltene Persönlichkeit. Vielleicht hat sie, also unsere Schwester, zwei Persönlichkeiten. Vielleicht bilde ich mir das aber auch noch ein. Ah, Mary Ann ist die Mutter. Habe ich gerade gehört. Ich hätte aber besser gefunden, wenn jetzt noch eine gespaltene Persönlichkeit dabei gewesen wäre. Ist mir noch zu normal. Diese lamen, relativ lamen Superkräfte sind mir fast zu Standard. Telepathie. Telekinese, das wäre doch mal was. Aber das hatten wir ja schon letztes Mal.
Super. Jetzt einfach drin leben und die nicht aufmachen. Nie aufmachen. Nie rausgehen. Immer nur unten lang. Tyler! Coming! Are you okay? I'll live. Good to hear your voice again. Yeah, same here. So, coming in or what? Just working up to it. Well, we're here. Here we are. So, how do we get started? We figure out what to keep, what to trash, and see what else this house might be trying to show us. Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil ich ja gleich noch eine Pause mache und dann noch mal eine Stunde StarCraft spiele, solange ich noch hier bin. Deswegen gucken wir uns so grob um. Creepy masks if we don't want to scare the buyers away. Oh, so now you don't want to scare someone with those masks. Hey, I just put on the mask and pretended to be a warrior. You were the one who got freaked out by it. Right. Not that she ever let me wear him very long. Das finde ich sehr, sehr interessant, was gerade im Chat gesagt wurde. Und zwar wurde hier gesagt, dass potenziell, also das ist jetzt kein Spoiler, weil das eine Idee ist, die ich aber schön finde, dass potenziell die beiden ein und dieselbe Person sind. Also vielleicht haben wir auch hier wieder eine Fight Club-Situation. Und sie existiert gar nicht. Or an exorcist. Das würde die Telepathie erklären, weil sie mehr oder weniger ein und dieselbe Person sind. I didn't realize how much I missed the smell of firewood. I miss the cold winter nights curled up here with big mugs of hot cocoa. Yeah. Marianne was so tired, she was usually asleep on the couch. Ah, that's why it was so nice. No Marianne. Das finde ich wirklich eine sehr interessante Idee. Ich glaube tatsächlich, da sind wir nah dran. We'd use our voice so we didn't wake her up. And then we'd be up all night telling stories and watching the fire die. And Marianne was none the wiser. Hier jemand sagt, das wäre Quatsch, diese Idee. Aber ich finde das immer noch eine tolle Idee, weil das würde erklären, irgendwie würde viel erklären. She was trying to save the planet way before Al Gore made it cool. Has Al Gore ever made anything cool? Nah. I guess she was right about one thing. But you can't really blame anyone for not listening to crazy Marianne Ronan. Ja, wie wir jetzt mitkriegen, ist die Mutter halt ziemlich crazy gewesen und beide. How big of a fire would it take to heat this place up? Ich weiß, dass ich irgendwo eine Erinnerung habe, die nur darauf wartet, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wo sie wartet. Ich kann sie irgendwo abrufen. She took so many pictures. Yeah. Like she had to document every second of our lives. Da hängen 6 Bilder. Wollt ihr mir erzählen, wenn ich jetzt auf eurem Instagram-Account finde ich nicht mindestens mehr als 6 Bilder? Es entlockt ihr ein Lächeln. It made her happy. And it was kind of nice to see her smile. I guess. You okay? All these happy pictures. They look so sad now. So staged. I know. Ja, also da ist richtig was Schlimmes im Argen mit der Mutter. Wie gesagt, meine Theorie ist scheinbar jetzt schon als falsch geoutet worden. Sie ist nicht sozusagen die eingebildete weibliche Seite von ihm, sondern die beiden existieren. She pinched every penny. Da ist ja wirklich alles noch genauso wie vorher. 10 Jahre, als wäre keine Zeit vergangen. Oh, da ist eine gute Frage, guter informativer Text, nehme ich an. Oh,
Hallo Mom, es tut uns leid, dass die Vase kaputt ist. Wir wussten nicht, dass du sie so mochtest. Wir müssen besser aufpassen und nicht im Fensterzimmer spielen. Die Kinder sollten nie im Fensterzimmer spielen. Nächstes Mal versuchen wir, vernünftiger zu sein. Bitte sei nicht mehr böse auf uns. Also offensichtlich war die Mutter psychisch gestört und höchst aggressiv. Mir tut es auch leid, wir sollten vorsichtiger sein. Ich bin sehr traurig, dass wir dich zum Weinen gebracht haben. Ja, vielleicht nicht aggressiv, vielleicht eher depressiv. Wir sollten lieber draußen spielen. Ich werde Olli bitten, nicht immer so wild zu sein. Wir machen es nie wieder. Tut uns leid. Das zeigt natürlich schon ziemlich viel von der Dynamik in diesem Haushalt. What are you reading? A letter we wrote her. To apologize for breaking that stupid vase, remember? Bore your kids into good behavior. Great parenting strategy. Remember these. It's probably one of Marianne's unfinished masterpieces. There's two of them. Maybe they were us. In some weird way that only made sense to Marianne. Also man kann jetzt, glaube ich, sich schon ganz gut vorstellen, warum die beiden zusammenhalten und nicht wirklich auseinander zu kriegen sind, obwohl er die Mutter umgebracht hat, was ja eigentlich auch Geschwister auseinanderbringen sollte. Wahrscheinlich war die Mutter auch wirklich schwierig, wenn nicht sogar gefährlich. Let's not go in there until we absolutely have to. Agreed. So, ich will kurz einmal noch jeden Raum durchgucken. Leider habe ich ja dann erstmal, aber das heißt leider, habe ich mir so ausgesucht, aber wir sind dann damit erstmal am Ende. I tried to bury this dress in the backyard, but Marianne caught me. It was a pretty dress. Yeah, well, we both know pretty was never my thing. Ich frag mich nur, wenn die Mutter hier umgebracht wurde, dann müssten ja eigentlich die Spuren auch noch zu sehen sein. Taller. Like, we actually had anything to do with it. And after all that, it ended in a tie. Yeah, none of that crazy stretching I did made any difference. Sehen wir, glaube ich, auch mal die Mutter. Das könnte sie sein, ja. Also wir sehen die Kinder auch zusammen. Also die ganze eingebildete Personengeschichte stimmt schon mal ganz sicher nicht. After all this time, I thought I'd... Huh. What was she hoping to do with all these jars? She used to barter for our clothes with homemade jam. She tried everything to make ends meet. Well, not everything. Na, best mom. Ich weiß best ja nicht. Best mom. You think we ever really believed that, or were we just trying to make her happy? Either way, it wasn't true. Gut, wir haben jetzt, glaube ich, eine Menge Dinge in Erfahrung gebracht über die Mutter, die uns alle zeigen. Guess we never had time to complete the collection. These came out of one of the prize machines at the Vecchi's store, right? Yeah, you'd slide the quarters inside on the little tray, and then magic, out pops a sticker. Also es ist auf jeden Fall ein bislang sehr interessantes Spiel, weil es einem natürlich viele Fragen aufwirft und man schon wissen will, zum einen, warum war die Mutter so, dass sie ihn umbringen wollte und warum ist er nicht einfach abgehauen? Warum hat er zurückgebracht? Of course. Fix the window, dazu ist es, glaube ich, nicht mehr gekommen. Was heißt das Herzchen? Hey, she drew some little hearts here. Oh. What? March 7th. Oh. Hey, that reminds me. I owe you like 10 birthday gifts. I think we can let that slide. What? You don't want me to buy you presents? You're gonna need your cash to get started. We've got a lifetime for gifts. Okay. But no presents from you either, then. Deal. Ja, also wir sehen hier einige Dinge. Jetzt bin ich gerade ein bisschen unsicher. Wir machen mal gleich zwei Sachen. Wir werden mal gleich ein Vote machen, wenn das geht, Regie. Ihr könnt mal kurz ein Vote starten. Und zwar würde ich einfach während der Werbung, die wir gleich haben, würde ich gerne wissen, soll ich jetzt Tell Me Why weiterspielen oder soll ich anfangen mit meinem StarCraft 2 üben, was ich eigentlich heute vorhatte. Ihr könnt entscheiden, dann werde ich das spielen, was ihr mir befehlt.
befohlen habt. Das könnt ihr jetzt in der Werbung kurz machen. Ich hoffe, die Regie hat aufgepasst und den entsprechenden Vote schon mal gestartet. Also, was wollen wir gleich weiterspielen? Soll ich StarCraft 2 üben für irgendwann in der Zukunft, wenn unser großes Multiplayer-Match startet? Oder wollt ihr Tell Me Why weitersehen? Beides sehr interessant, beides höchst kompetent präsentiert. Wird eine schwierige Entscheidung. Ihr habt 3 Minuten Zeit, während ich mich entleere und einen neuen Kaffee aufsetze. Bis dann, bis gleich. Tell me why habt ihr entschieden? Deswegen gibt's jetzt noch, ich würde mal sagen, mindestens eine halbe Stunde, wahrscheinlich eine ganze Stunde länger, das neue Spiel von den Donuts. Nicht die Band, sondern die Entwickler. Wir sind in unserem Haus, dem Haus der Mutter, was offiziell uns gehört, weil die Mutter, weiß ich nicht, offen gesagt, die ist nicht mehr am Leben, denke ich. Ach so, ja, natürlich. Stimmt, ich wollte gerade sagen, ja, die ist wahrscheinlich gestorben. Ja, die ist gestorben, weil wir sie umgebracht haben, weil sie uns umbringen wollte. Also die Frage ist so ein bisschen, jeder hat jeden so ein bisschen umgebracht, aber sie hat verloren am Ende. How are you feeling about being back? I thought I knew what to expect, but everything keeps catching me by surprise. My nerves are completely raw. I get it. How about you? You okay? I'm honestly not sure how I feel yet. I'm just trying to think of it as an empty house. Hallo Mark van Busch, es sind nur Spiele. Hallo, hallo. Ja, kommen die Leute und gucken, ne, weil sie gehört haben, dass hier der Profi-Let's Player am Start ist. So. Da gucken die, da wollen die ein bisschen was von dem Skill einfach mitnehmen, aufschnuppern. Danke, ja, einen guten Zug durch die Mundmaske. Ich suche immer noch meine Erinnerung. Wo ist die Erinnerung? Verdammte Erinnerung. Irgendwo hier, ne? Irgendwo hier klingt es doch. Vielleicht, wenn ich hochgucke. Ja! Oder? Kann es das sein, dass es hier oben irgendwo ist? Dieses ganze Klimpergebimsel hier. Das nicht. Den haben wir. So, dann suchen wir mal die Treppe nach oben. Ich glaube, da geht's nach oben. Vielleicht noch mal schauen. After all this time, I thought I'd feel more prepared to deal with this mess. 10 Jahre gedauert, bis sie sich bis sie aufräumen konnte, endlich. Die Schublade. Okay, wir sind fast durch mit diesem Haus und ich finde, das ist an sich schon ganz gut. Hier kannst du Airbnb machen, da hast du direkt ein Zimmer, zwei Zimmer. Kannst du auf jeden Fall genug Geld, um das Haus irgendwie abzubezahlen. Weiß gar nicht, was die für ein Drama haben. Das ist doch genial. Guck mal, allein der Blick, Alter, da kannst du richtig Asche verlangen, wenn du das bei Airbnb hochstellst. Where'd you come from? Ja, keine Antwort. Wo ist denn meine Erinnerung? Kommt die jetzt endlich mal? Yo, what are you doing down there? What do you think I'm doing? Trying to figure out if anything in Marianne's mess is worth keeping. Das wusste ich, die Cloud. Not really. What about you? What are you doing up there? I'm tired of her mess. Let's dig into ours. Right. Guess it's time to mainline nostalgia. Ihr sagt, ich soll unten zum Sessel. Das werden wir auch noch machen. Aber vorher noch mal ins Zimmer gucken. Da warten sicher auch dramatische Erinnerungen auf uns. Wenn nicht hier, wo dann? Komm, gib mir alles. Now this. This feels like home. Das wird jetzt sicherlich interessant, weil wir da doch einiges in Erfahrung bringen werden. Hey, the postcard we sent ourselves from Juno. Forever alone. What? We barely had any friends. We even had to be our own pen pals. Komm, wir lesen mal. Hallo Allison und Olli, wir schreiben euch aus der Vergangenheit. Wie ist die Zukunft so? Juno ist jedenfalls total cool. Wir sind mit der Seilbahn ganz nach oben gefahren. Olli hatte Angst. Das ist gelogen. Wir haben ein paar Bücher bekommen, aber als Mama abends im Restaurant essen gegangen ist, hat sie dort vergessen. Es war cool. Auf der Fähre gab es jede Menge Wale. So ein Quatsch, die waren im Wasser. Dummkopf! Jedenfalls soll euch diese Postkarte daran erinnern, wie cool wir sind. Vor allem ich. Ja. Das sind Dinge, die man macht. In einer Zeit, in der Postkarten noch verschickt wurden.
Ah, das mache ich ja irgendwie echt gerne in diesen Spielen von Donut, weil die echt immer viel in den Kinderzimmern und so verstecken. Da ist immer sehr viel Information. Meistens so auch so mit drinnen in der Umgebung. Whenever we asked for a TV, she'd just bring home a big stack of books. Die alte Drecksau. You may not agree when we start digging into the HBO back catalog. We'll see. Ah, das ist furchtbar. Er mag also lesen und sie guckt HBO. Na gut, gibt's Schlimmeres, ne? Aber vor 10 Jahren gab's doch noch nicht so viele gute Serien. Creeps. Das ist aber ganz geil. Das finde ich eigentlich richtig gut. Das ist richtig gut. I never appreciated this view as kids. Ah, sag ich doch. Der Baum, ne? Direkt vom Fenster. Direkt den Baum da vorgepflanzt. Look what I found. What? Only our greatest creation, the Book of Goblins. Seriously? It was in that chest the whole time? Das Buch der Goblins. All these stories. I had ideas for so many more. Marianne wrote a lot of them. Yeah. It's one of the only times I remember her being at peace. Das ist ja interessant. Hier sehen wir jetzt also einige Geschichten, die hier gesammelt wurden im Laufe der Jugendjahre dieser beiden Menschen. The Goblin meets the Ice Troll. Oh, da gibt's tatsächlich. Es war einmal in einem uralten, tiefen Wald zwei listige Kobolde, die noch wach waren, als es schon längst Schlafenszeit war. Da sagte der eine Kobold zum anderen, lasst uns durch den Wald streifen. Die Kobolde streiften eigentlich nie mitten in der Nacht durch den Wald. Sie wussten also nicht, was sie erwarten würde. Aber das schreckte sie nicht ab. Sie schlichen aus ihren Betten, zogen sich warm an und machten sich auf den Weg. Okay, das ist jetzt eine Menge Geschichten, die werde ich jetzt nicht alle vorlesen. Aber ihr seht, wie liebevoll die hier auch teilweise mit ersetzten, also teilweise wurden die Sätze ersetzt. Ist das dann hier auch drin? Nee, ja, tatsächlich. Also einfach wurde ein bisschen korrigiert. Sehr, sehr schön gemacht, sehr liebevoll. Auch in den Grafiken und alles. Und das ist ja auch so ein typisches Element aus Don't-Not-Spielen, dass es immer ein Notizbuch gibt, in dem man sich Informationen zum Spiel holen kann. Oft in Form von Gedanken, die Protagonisten aufschreiben oder sowas wie Aufkleber oder Bilder oder Flyer, die sie sammeln. It? You looking for something in particular? My diary. You never told me about it. Yeah. With the way Marianne was, I tried extra hard to keep it a secret. Marianne. Yeah, that day she found out about it. Ja, coincidentally war das auch der Tag, an dem sie sich gegenseitig versucht haben umzubringen, nehme ich mal an. Aber ich kümmere mich nur um mein Piratenschiff. Geil. Schön auf die Grand Line. Was? Mom? Oh, Erinnerung. Mom! Mom, where is it? What did you do with it? What now? I can't find my diary. I know you stole it. Give it back. Sweetie, whatever I do, it's just for your benefit. You read it, didn't you? You had no right to do that. I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your little girl. I knew it. You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to keep you safe. Beide sehen diese Erinnerung als Info für euch. I don't know how I never saw it coming. She told me right to my face. She was willing to hurt me, to keep me from transitioning. Tyler, there is no way you could have known she'd go that far. I want my diary back. Her room was the only place I didn't look. Okay, but do you need to get it, like, now? That diary is important to me, Allison.
Writing down my thoughts helped me realize who I am. Well, then let's go find it. You think her room is still locked? It always was. I'm not looking forward to going in there. Das ist so geil. But we'll have to eventually, and I need it back. Die können immer alle zeichnen in Donut spielen. Immer können die zeichnen. Hier ein riesiger, gigantischer Drache mit tausend Details und schuppigen Haar. Egal, ne? Kann man alles. Ja gut, das so zeichne ich. Das ist exakt so, wie ich zeichne. You know, if there's one thing you gotta give Marianne, it's that she let us explore our artistic side. You should have seen Eddie's face when I tried to repaint his car. Yeah, I bet Uncle Eddie didn't appreciate your artistic touch. I'd rather you called him Chief Brown if you're gonna be an ass about it. Sehr interessant. Es ist natürlich alles sehr, sehr melancholisch und trist ohne die so typische Musik. Das ist mir bewusst. Nur falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt, sage ich es gerne nochmal. Wir können die Musik leider nicht laufen lassen, weil uns dann dieses Video weggeclaimed wird. Ist leider ein Problem, was die bis heute nicht hingekriegt haben. It was my favorite movie, back then. So much for my dream of being a hockey star. Marianne thought sports were too aggressive, too competitive, and too groupthinky. Ach, schöner männlicher Sport, Eishockey. Die Mutter kann es nicht verbieten. Hat sie ja auch nicht geschafft. Hey, the postcard we sent ourselves from Juno. Moment, das hatten wir schon. Irgendjemand hat nämlich gerade gesagt... We had any friends. We even had to be our own pen pals. Irgendjemand hat gerade gesagt, ich hätte was verpasst. Und jetzt bin ich aber total, jetzt bin ich total Angst. Was könnte ich denn verpasst haben? Das Ding haben wir uns angesehen. Das hier haben wir alles gesehen. Das haben wir auch gesehen. Haben wir doch alles, ne? Haben wir alles gemacht. Ich glaube, wir haben alles. Wenn noch was wäre. Was heißt da das Lesen? Moment. Na toll. Wenn da noch was wäre, komme ich nochmal hoch. Jetzt gilt es erstmal, diese dramatische Erinnerung zu finden. Es vibriert. Etwas will mir sagen, hier bist du richtig. Wir gucken weiter runter. Es vibriert heftiger. Es fängt an, mir zu gefallen. Sollte mir das Sorgen machen. Oh, jetzt hört es auf. Hier ist also plötzlich nichts. Jetzt fängt es aber wieder an. Okay, es gibt also oben etwas und unten etwas. Ich nehme an, dass dieses Glitzer mir natürlich zeigt, wo es hingeht. Wo die Frage ist, die Erinnerung. Probably in Marianne's room. I should go check. Es ist aber schon komisch, dass ich irgendwie die Erinnerung nicht finde. Vielleicht kommt das auch erst später. Weil ihr seht ja, ich kann nichts wirklich... Ich gehe nochmal ganz nah ran. Die Leute haben gesagt, ich soll mal ans Sofa gehen. Oder an den Sessel. Nee. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Werden wir alles schon rausfinden. Es lässt sich auf jeden Fall wieder gut Zeit. Hold up. Das Spiel. Bis es, sag ich mal, zum eigentlichen. Unfortunately. You must solve my riddle to earn the right to enter the princess's sanctum. Nothing a good hard shove won't take care of. I mean, yes, we could brute force it, but it might be kind of fun to finally solve it, right? Nein, brute force. Different definitions of the word fun. Okay, well, if we break it, we're just gonna have to fix it for the sale. So let's at least try not to. You have the Book of Goblins? Yep. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Lieber repariere ich die Scheiße danach. Ich bin schließlich der Mann im Haus. What are you looking for? The image on the door. It's making me think of a story from the book. One that Marianne wrote. You have a way better memory than me. Well, the Book of Goblins was my creation. And you'll never let anyone forget it. Here it is. The one about the princess's party. Give it a read. I think the symbols may represent something in the story. First ghost memories, now storybook puzzles. What a weird day. What a weird childhood. So, jetzt komm. Touché. Kick. Sei mal ein Kerl. Denk nicht nach. Männer denken nicht nach. Männer reagieren vor allen Dingen impulsiv. Oh,
I think I'm just gonna force this open. Jawohl! You sure? We're not in a rush. Halt jetzt mal die Klappe! Der Mann macht das jetzt! Der Mann macht das jetzt mit der Scheißtür! Brich die Tür auf, verdammt nochmal! I'm sure. My life got a whole lot better when I stopped letting her set the terms. Okay, go ahead. Mit der Schulter. Männlichkeit! Fuck yeah! Gut gemacht. Mein Testosteron-Schwamm. Mein kleiner Testosteron-Schwamm. Hast du ganz toll gemacht. Ich bring dir das noch bei. Wir zwei zusammen. So much for the fairy tale mood. Whatever. We're not 10 anymore. She spent so much time making those elaborate games and worlds for us. Yeah. Yeah. Enough that she lost her grip on reality. So, where do you think we should start looking? I don't know. Where in this mess would she stash someone else's personal thoughts? Hmm. Also es ist eine sehr ambivalente, sehr seltsame Stimmung, was die Mutter angeht. Weil auf der einen Seite, muss ich ehrlich sagen, von dem, was man so mitkriegt, scheint sie ja schon jemand gewesen zu sein, der sich in die Gedankenwelt von Kindern relativ leicht versetzen kann. She was standing here, spying through the window, drawing us while we played. Und an sich ist das doch mega schön, oder? Sowas. My entire body just shivered. Das ist so bizarr, weil sie so reden, als wäre die Mutter ein Monster. Aber was man so immer sieht, sind eigentlich Dinge, wo ich denke, ja, aber das ist doch ziemlich cool, dass sie eure Erlebniswelt mit euch versucht zu leben und zu verstehen. Ich bin mir natürlich sicher, dass da viel dran ist, was sie gerade eben gesagt haben, dass sie sich vielleicht, Glotz Eulor, die Eule, dass sie sich vielleicht in ihrer Welt verlaufen hat. Oder sowas wie, sie war so versessen darin, dass sie zwei Töchter hat, dass sie das vielleicht nicht akzeptieren konnte oder so. Und das dann ins Aggressive umgeswitcht ist. Aber scheinbar war sie ja auf der einen Ebene so, eine, ich sag mal, liebevolle, kreative Mutter, die eigentlich, die sich jedes Kind wünscht. Und auf der anderen Seite aber ziemlich monströs. Also zumindest, was die Meinung der beiden jetzt angeht. Bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. She and Tessa were best friends. Until suddenly they weren't. Wonder what happened. Either Tessa got sick of Marianne's moods or Marianne got sick of Tessa's judgment. Ja, das alles lässt auf so eine gewisse, so eine bipolare Störung vielleicht, lässt es, sich schätzen, denken, vermuten, irgendwie sowas. It's here. Endlich haben wir es wieder. I fucking knew it. Es war nicht sonderlich krass versteckt. Of course. She was nosy as hell. Sie ist deine Mutter. Traditional Families. Oh Gott, ich sehe ein Kreuz. Also immerhin sieht man, dass sich die Mutter ja mit dem Thema befasst hat. Das ist ja eigentlich jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Tyler. Tyler. Mann, hör mal auf, in deinem eigenen Tagebuch zu lesen, du Lappen. Where did you find that? It was on her desk with her papers. Seriously? Are you fucking kidding me? Look, we gotta be really careful not to overthink this. But it doesn't make any sense. She was mad, right? She was mad at I cut my hair. She attacked me because I cut my hair. She was mad and she attacked you. We both saw it. Then what is this shit? I don't know. I don't know. Tyler, come here. She can't do this to me. Not now.
when I finally made sense of a few things. Well, that was your first mistake, thinking the world made any kind of sense. Ja, ärgerlich, ne? 10 years in the grave, and she's still finding new ways to piss us off. Irgendwas ist da doch echt weird, oder? Bin ich der Einzige, der denkt, so, die sind aber schon ganz schön assi ihrer Mutter gegenüber? Was ist denn da passiert jetzt? I think I need some air. Ich sehe eigentlich die ganze Zeit nur Dinge, die mich glauben lassen, dass sie es als alleinerziehende Mutter tatsächlich versucht hat. Wenn ich jetzt hier in jedem Zimmer ein Kreuz finden würde und sie wäre irgendwie mega religiös, dann würde das vieles erklären. Aber in dem Fall habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das aus einem religiösen Verständnis heraus passiert ist, sondern auf mich wirkt es jetzt erstmal wie ein Missverständnis. Was ein bisschen weird ist, weil jemand hat ja sein Leben verloren, ne? Ah, na. Vielleicht hat sie einfach keinen Bock auf kurze Haare. Vielleicht ist das schon das Ergebnis, kann ich verstehen. Are you really, really sure? Okay, das ist jetzt ein Flashback. Do it. Okay. Here we go. Whoa. Is it all gone? Yeah. It looks amazing. Really? Yeah. I can't wait to show Mom. Nah. She's been so sad lately. More than sad. She's been scary. Yeah, but not tonight, though. It was almost like a party. Thank you, Allison. You don't have to thank me. You're my sister. I feel more like your brother. Brother, sister, we look out for each other. But I'm pretty sure I just gave you a really bad haircut. Yeah. Mom? Mom? Das würde ich gerne mal mit Valentin machen. Zum Traum von mir. Einmal ihm die Haare so kurz schneiden. Oh, schön in einem Moin Moin dem Valentin die Haare stutzen. Das wäre was. Irgendwann. Irgendwann, wenn er die Beförderung will. Okay, die wirkt offensichtlich ziemlich manisch. Mom? Jetzt sieht man sie ja zum ersten Mal. Oh no. No, 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 no. This is wrong. This is all wrong. Wait, stop! Jetzt steuern wir die Mutter und jagen ihn. Ja, das ist ja eine sehr, aber ich finde, man sieht jetzt schon, dass das ein Missverständnis ist, oder? Also, das sieht jetzt schon aus wie ein Missverständnis. Man, geh nie mit deinen kurzen, frisch geschnittenen Haaren zu deiner Mutter, während sie gerade die Shotgun lädt. Das ist aber nun wirklich, das lernt man aber nun wirklich nach 2-3 Jahren. Glad we found your diary. Me too. I guess she was trying to figure out where you were at. Yeah, well, she should have asked. I wasn't some goddamn research project. I was her child. Jemand schreibt, natürlich will sie, dass er stehen bleibt. Auf die Distanz trifft sie nicht so gut. Der Fall mit der Schrotflinte. Bleib stehen! Komm noch 2 Schritte! The book.
Ich hab doch nur Vogelschrot! Raising your transgender child? Do you even know how rare these books were in 2005? Was she trying to figure out how to support me? Maybe. Was könnte es sein? She wasn't trying. She never... It doesn't make sense. I know. You cutting your hair was what set her off, right? Allison, she read my diary. She already knew. It wasn't my hair. And if we were wrong about that... Fuck. You think she read it. It's possible she never even opened the diary and that things are exactly like we always thought they were. But if she did and they aren't... God, Tyler. Sure. I mean, we could have been wrong. But what good does it do to ask the question now? You mean other than not having to live with the thought that my mom tried to kill me for being me? Tyler, hallo, du hast deine Mutter umgebracht. So sieht's, das ist unterm Strich, was rausgekommen ist. Something that'll make it all make sense. Ich sehe ein großes Problem der Verdrängung bei dir. So that's it then. She was crazy. Nothing else to say. I think we'd be better off if we tried to move on. Why don't we talk to a few people who knew her? See if that book makes any sense to them. People don't want to talk about Marianne. They pretend like that night never happened. Ja. Mal warten, bis sie mit einem Mann sprechen. What about Tessa? She was Marianne's closest friend. Let's ask her about it. Sure. But I'll warn you, she's particularly touchy about this subject. Well, maybe she'll talk to me. I was always her favorite. Operative word was. But we need to go by the store anyway to get a few things for the repairs. Great. Two seagulls, one stale hunk of bread. I'm not sure I like that analogy. Listen, I know you don't want to keep talking about this. But you're obviously not going to be satisfied until we do. So let's talk. You've been on edge all day. Is there something more going on with you? It's nothing. Pretty sure it's not nothing. And I'd like us to be on the same page. I thought we were on the same page. Sell this place as quick as possible and move on. Look, I've already explained why this is so important to me. Why are you still dragging your feet? It's just with the way you avoided this place for the last 3 years, I thought you wouldn't want to spend any extra time here. Oh. So that's what this is about. Maybe a little. Yeah. It's just... You graduated 3 years ago. And this is the first time we've seen each other in person. It's not that I didn't want to see you. I just... wasn't ready to be Tyler in Delos Crossing. I tried to visit you. I tried to go to your fireweed graduation. I wanted to bake you a crappy boxed cake and take awkwardly posed photos. I know. But you shut me out. All I got was non-responses and half-assed evasions. It was about me, not you. And making it about you is really not cool. Jetzt habe ich irgendwie Katsching, irgendwas habe ich bekommen. Seriously. Wahrscheinlich hat sich die Beziehung irgendwo verändert. So, I was thinking, do we need to be in such a rush to sell this place? Oh my god, Tyler, really? What? Everything we thought we knew about Marianne just got thrown out the window. Maybe it did. Or maybe nothing's changed and we dig up that nightmare for no reason. So, it's not worth the risk to you? Not if it means throwing away all our plans. Your plans. It's your plan to sell the house. Your plan to go to Juno. Me? I'm just looking for some goddamn peace of mind. How about you start digging without putting off the sale? And if it seems like we need more time, we'll talk about it then. Okay. Also, ich habe das Gefühl, als ob sie mir auch irgendwas verschweigt. Als wäre sie an dieser ganzen Geschichte doch etwas beteiligter, als es bisher den Anschein hat. Als es vor allen Dingen für mich den Anschein hat. Was ja auch logisch wäre, wenn sie beiden sich die Gedanken teilen, dann müssten sie ja eigentlich auch das quasi zusammen erlebt haben. So, we have a plan? Yep. We ask around about Marianne, but we also stick to our repair schedule. Sounds good to me. Ollie's diary. It's
been a long time since I heard that name. Was I the only one who ever called you that? Actually, no. I used it at Fireweed for a while, until I settled on Tyler. Most people were pretty chill about the switch. Not everyone, though. What do you mean? I had a mentee who refused to call me Tyler. He didn't want my help. He didn't want anyone's help. I'm sorry. I like the name Tyler, by the way. Thanks. Ah, das ist jetzt das berühmte Buch. Lesen wir mal kurz rein. Mom und Allison haben wieder gestritten. Wenigstens schreit Mom jetzt nicht nur mich an. Es kam mir so vor, als wäre Mom fast eifersüchtig, weil wir ihr nicht gesagt haben, was wir im Wald vorhaben. Ellie meint, wir sollten ihr von unserer Stimme erzählen, aber ich glaube, sie weiß schon davon. Vielleicht ist das ja ein Dreiergespann und sie hat alles auch immer mitgehört, aber nie was gesagt, nie gedacht, ne? Weiß man nicht. Es kam so vor, als wäre Mom fast eifersüchtig. Mom hat ziemlich sauer reagiert, als ich sie gefragt habe, ob ich ins Eishockey-Team darf. Als wäre es falsch, weil es ein Jugendsport ist. Ich werde aber wieder fragen. Ich probiere es nächste Woche nochmal. Sie hat wieder Nein gesagt. Ich bin so wütend. Warum sagt sie immer Nein? Warum darf ich nie machen, was ich will? Allison und ich haben angefangen, eine Geschichte zu schreiben. Naja, eigentlich Allison. Sie wollte nicht, dass ich irgendwas ändere. Warum kann nicht einer von den Kobolden ein Junge sein? Und so geht es die ganze Zeit weiter. Gestern bei Bobby Star Wars angeschaut. Luke ist so cool. Aber Mama ist rausgefunden und war sehr sauer. Sie sagt, es verherrlicht den Krieg. Zium, zium. Vielleicht wäre Mom glücklicher, wenn ich einfach mache, was sie will. Wenn sie mich anschaut, sieht sie mich gar nicht. Ich wünschte, ich könnte es ihr zeigen. Ich wünschte, sie würde es verstehen, aber ich glaube, sie will das gar nicht. Allison hat wieder gesagt, dass ich schuld bin, dass Mom wütend auf uns war. Diese Schleimerin. Mom hat seit ein paar Tagen nicht mehr mit uns geredet. Ellie hat gesehen, dass sie Seiten aus dem Buch der Kobolde weggeworfen hat. Tu dies, tu das. Ich kann ihre Stimme nicht mehr hören. Und diese blöden Namen auch nicht. Ich bin Olli, der Kobold. Sehr, sehr interessant. Ich würde eigentlich gerne noch mal reingehen und mir die restlichen Erinnerungen angucken. Not a bad view, right? I forgot how beautiful it is. Remember that time we tried to cross the lake after it froze over? Oh yeah, how can I forget? Marianne lectured us for an hour. Well, she wasn't wrong, at least. It was really dangerous. If we'd fallen in, no more goblins. We grew up on this lake. We know how to spot thin ice. If you squint, you could almost forget Talos Crossing's only a few miles away. I'm sure Marianne tried to. Can't blame her. We're headed there for supplies later. You ready for that? Yeah, but I was really enjoying a day without assholes. Just a little longer, and every day will be asshole-free. That might be asking a lot. Oh, jemand im Chat hat heute seine Uni bestanden. Props, Mann. Props, Mann. Du machst es. Du bist die Hoffnung. Du bist die eine Hoffnung. Wirklich. Jetzt mach aber auch was, ne? Jetzt lern aber auch mal was. Und jetzt erfinde auch mal irgendwas, bitte. Und nicht einfach nur BWL oder, weiß ich nicht, die nächste Social-Media-App. Ja, vielen Dank. Nee, dann kannst du es aber auch gleich lassen. Mach jetzt was Sinnvolles mit deinem Leben. Bitteschön. So. Muss man manchmal auch sagen. Nice ring. Gift from your boyfriend? Come on. I told you I'm not with anyone right now. Don't rub it in. Why does it look familiar? It was a gift from Eddie. He had them both made at the same time. Both? Oh, wait. Yeah. The ring was supposed to be linked to the one he tried to give you. Why didn't you tell me? I didn't think you were gonna toss the ring my foster father gave you overboard. I'm sorry. I'm an ass. You are. But I get it. Ich rede noch mal weiter mit ihr. All right. I think that's enough time enjoying the view. I wasn't gonna say anything, but... Yeah, I know. I was the one all eager to go, and then I started waxing poetic about the landscape. Go ahead. I'll catch up. Need to respond to a message. My sister, the social butterfly. Seems we got a trespasser. What the fuck? Alter, schon wieder eine Waffe. You got 5 seconds to talk me out of defending my property. Your property? 5, 4, I'm Tyler. Don't know any Tylers. 3,
to... Sam! Allie? What are you doing out here, girl? This is our house. Was I talking to you? Sam, put the gun down. This is Tyler. My brother. Are you... brother? Na, da war doch eine Frau, das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Das war mal Hillbilly, eine Frau? Damn, you look like a real man. Ey, er reagiert anders, als ich erwartet habe. Immerhin. You know what I mean. I just didn't know they could make a woman look so much like a man. Ich bin einfach ich. I'm just me. You know, I'm just trying to be me. It's just who I am. Well, I've seen a couple of lady transvestites on the TV before, but I've never seen a dude. Sam, that's not how you say that. Say what? Transvestites? Yes. It's transgender. Transgender men. I'm sorry. It's hard to keep track out here in Delos Crossing. The world's just moving on without. Finde ich aber sehr schön, dass das nicht der typische Hillbilly-Vollidiot ist, den Donuts normalerweise immer in diese Rednecks reininterpretieren. Tyler. Finde ich gut. Thanks, Sam. Der scheint ja irgendwie cool zu sein. Verständnisvoll, im Jetzt angekommen. So, what are you doing here exactly? Kann man machen. Oh, well, yeah. I've been kind of keeping an eye on this place for you, you know? It's like patching the roof, checking the pipes, and all that stuff. Thank you, Sam. Oh, yeah, yeah, it's, that's no big deal. I just, you know, your mama, she was a special lady. She deserved much better than, you know, what you got. Didn't you used to help Marianne with repairs and building projects? Oh, yeah. Yeah, seeing as your mom never had a man around, I just took it on myself to help her keep this place standing. Guck dir mal meinen Bart an, Junge. Antiquated. Love you. Thanks. I guess you two are still aiming to sell the place? That's the plan. Which, by the way, we need your keys. Since apparently you went and changed the locks? Oh, yeah. Absolutely. But, selling your mother's house? Are you sure? Bad or good? It's all you've got left of her. Funny. Don't remember asking for your opinion on the subject. Voll assi. What? Voll assi. Voll angefressen. What Tyler means is, a fresh start is what we both need. Of course. This place has got to be full of all kinds of bad memories. But maybe some good ones too. Das wird jetzt interessant. Mit Hilfe meiner Stimme zu sprechen, da kann man miteinander quatschen. Ich will aber eigentlich nicht gehen. Ich finde den voll cool eigentlich. Did you help with her door? Her door? The puzzle on her bedroom door. Oh, yeah. Yeah. You two kept sneaking in, giving her no privacy, huh? You ever solve it? Yeah. Nah. We're all done with fairy tales. After what you two been through, makes sense. Also ich will jetzt nicht einfach so aufhören. Ich will schon noch mit ihm reden. Ich finde den eigentlich echt cool. How well did you know her? Not as well as I thought. When I heard what happened that night, well, I figured people were bullshitting me. It really surprised you, didn't it? Much as anything ever has. Other folks say they saw it coming. Not me. Jetzt muss ich ja mit, also ich werde aber nicht so gemein sein. Ich war schon eben viel zu gemein. We should get going.
That's all you think we'll get out of him? Ja, ist halt schwierig, ne? Na gut. He's too wasted to be of any more help. Lass dem Mann doch sein Feierabendschnaps. Well, sein Nachmittagsfeierabendschnaps. Uncle Eddie's expecting a visit, so. Right. Yeah, of course. Get going, you two. Sam, we all gotta get going. Oh. Of course, yeah, I got lots to do myself. Lots of to-dos on old Sam's list. And you don't want to keep Brown waiting, you know? Thanks for looking out for this place. Happy to do it. Don't hesitate to reach out if you need anything. Anything at all. You hear? Ich hätte gern deinen Bart. Der ist nämlich sehr männlich. Sam? Hm? Sam? Kannst du mich mal anatmen? Oh, yeah. Alter, du besoffene Schnapsdrossel. Rück alles her, was du hast. Geld, die Mütze. This place, it meant a lot to your mother. Ja. It almost felt like it was a part of her. And it's like some part of her is alive here still. Hopefully the house doesn't turn out to be a murderous psycho that tries to kill us in our sleep, huh? Yeah. Well, take care of yourself, both of you. Ja, der Typ ist kein Arschloch, das merkt man auch daran, dass er keine rote Mütze trägt. Der gefällt mir, den mag ich sehr. Go on, I'll be right behind you. Lass sie mal nicht so hängen. Okay. Na, jetzt reicht's aber. Ich hoffe, dass ich jetzt noch mich im Haus umsehen kann. Ich glaube aber fast, dass das nicht mehr geht. Dann verpasse ich jetzt natürlich die zwei Erinnerungen, die da irgendwie oben und unten noch auf mich warteten. Ich bin sicher, die kann ich beim nächsten Mal nachholen. Nun wollen wir doch mal gucken, ob die alle Arschlöcher sind. Der Typ eben war ja auch ein Netter. Also für, und der da sieht auch nicht aus, als ob der was gegen Transgender hat. Mal gucken, ob das wirklich alles so schlimme Schweine sind. Ne? Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen die Idee, dass diese beiden mit ihren Vorurteilen es sich nur schwerer machen als nötig. Ready to veni vidi vecchi? I'm ready to talk to Tessa. Just try to keep in mind that your memory of her is 10 years out of date. Yeah, well, it wouldn't be if she reached out to me while I was in Fireweed, which she didn't. So I'm guessing this is Michael? Oh, jetzt muss man aber kurz mal die Engine loben, oder? Wie schön die das hier alles auf dem Bildschirm zaubert. Also das ist deutlich besser als die letzten zwei Spiele grafisch. Also wirklich, das ist immer noch nicht top-notch, aber es ist verdammt gut in Relation zu den wirklich hässlichen Vorgängern. Also nicht hässlich, aber wirklich auch nicht hübsch. Hey, you. Also es hey. Die letzten zwei Teile sind Teile, wo es auf den Charakter ankommt. Tyler, meet Michael. This is the annoying coworker I was telling you about. I was there for your introduction of marshmallow vodka and wine coolers, and I've only worked my way up to annoying coworker. Rude. Don't worry, she told me exactly how miserable she'd be in this town without you. It's so good to finally meet you. The Tyler talk goes on 24/7, so I feel like I already know you. Willst du eins meiner Piercings? Ich hab genug. So, you here to grab some stuff for the homestead, or? Yeah, we decided it'd be easiest if we just stayed out there. We'll get it cleaned up faster if we literally cannot escape it. Hey, I'm all for efficiency.
cannot wait for us to get out of here. What's that? Entschuldigung, aber habt ihr gesehen, mit wie wenig Power? Krack. Er will auch umziehen, vielleicht ziehen wir zusammen. Also ich will jetzt hier nicht den beschützenden Bruder geben. Nein, nein, ich bin vor allen Dingen einfach... Ja gut, ich bin der beschützende Bruder, ich hab's verstanden. Aber eigentlich, ne, sollte das keine Bedrohung sein. Aber egal, ich mach X. Oh, Michael is moving to Juno too. Oh, and did you guys plan... Ach, sie sagt das! Or... Well, I mean, yeah. It'll be cheaper to share a place. But nothing's set in stone. Liga. Makes sense. There could be room for you too. For sure. The more Ronins, the merrier. I'm studying to be a chef, so you know it'll be good eating. And hey, I only snore during allergy season. And baseball. How can I say no to that? Are you okay? Dead on my feet, girl. Got up at 4 to fish before work. Hat er mich grad a day. Oh, you like to fish? Yeah. There's this spot called Buzzard Hole I go to at least twice a week. It's like an hour drive, but it's so chill. Especially first thing in the morning. Shut up. I used to go there all the time. For real? Yeah. Hey, well, if you want to go sometime, holler at me. I don't mind sharing. Cool. Most guys I know get all smeagol about their fishing spots. Oh, look at you two. Bonding over the most slow and boring way to kill an animal. She's just jealous because she couldn't catch a fish. Even if she filled the lake with cyanide first. I'm not... Ugh, never mind. Tyler, we better get started with our shopping. Yeah, I'll be around if you need anything. Auch sehr interessant, wie euch ja sicherlich schon aufgefallen ist, dass man beide Charaktere spielt. Mal sie, mal ihn. Oh. Jetzt habe ich Hunger. Auf so einen schönen Fisch. Auf so einen ordentlichen Fisch. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Erstmal will ich noch alle Mitteilungen lesen. I really hope they get enough signatures on this. On what? They want to build a fancy hunting lodge up the river. It's gonna totally screw up salmon migration. Lachswanderung. Naja, die müssen sich auch anpassen. Die Lachse müssen lernen, dass nicht immer alles so bleibt, wie es mal war. Auch Lachse müssen sich anpassen, verdammt nochmal. Warum müssen die Lachse weniger machen als ich? Ich muss mich doch auch anpassen. Well, hello, Miss Ronan. Did you forget something in the office? No, just doing some shopping. You remember my brother, Tyler? Your brother? Oh, right, Tyler. What a pleasant surprise. Didn't Allison tell you I'd be by today? Yes, I think she did. I just didn't expect to see such a dapper young man. Well, I did shower this morning. Did you just get back into town, or...? More or less. We've been working out at the old house. But, surprise, surprise, after 10 years of sitting empty, it was missing a few things. Hence the supply run. Ah, right. Well, we'll get you set right up. It must be nice to be home. I'm not sure nice is the word for it. Oh, of course. I assume being there feels... complicated. That's one way to describe it. Well, don't let me keep you any longer. I'll be here if you need anything. Oh, hey, is Tessa around today? The wife's not in at the moment. I'm sure she'll be around later, though. So we need candles and an all-purpose cleaner. Das ist Quatsch, was wir brauchen, ist eine amerikanische Flagge. Ach, ich kauf gleich 10! Damit auch jeder weiß, wie patriotisch wir sind. Und die Tassen da will ich auch haben. So, warum haben die keine roten Hüte? Was soll das? Warum, wo sind die roten Hüte? Keine roten Hüte. Was sind das für ein amerikanischer... Was soll ich hier auch noch? Ich habe mein Handy vergessen. I don't have my phone on me. And you know you could just Google all this later, right? Are you kidding, Allison? Old fishermen aren't gonna share this kind of juicy intel on the internet. Okay. Wir sind hier jetzt an einer Stelle, an der ich spannend sagen muss... Nee, gespannt sagen muss, es wird spannend. Es gefällt mir eigentlich ganz gut. Deutlich besser, muss ich sagen, als Life is Strange 2, was zu diesem Zeitpunkt im Spiel mich schon ziemlich abgefuckt hatte, weil es meiner Ansicht nach halt wirklich ein bisschen dumm war. Kann ich leider nicht anders sagen. Einfach hat mir nicht gefallen, war einfach schlecht geschrieben.
unsympathisch auch geschrieben. Und hier ist es ein bisschen ähnlich. Ich finde, also Sam und dieser Verkäufer eben sind eigentlich bisher meine Hauptcharaktere, meine Hauptlieblingscharaktere. Na, also ich noch bin ich nicht so hundertprozentig grün mit den beiden Figuren hier, mit den beiden Geschwistern. Aber man kann schon machen. Also ich glaube, man kann da schon viel Spaß haben mit dem Spiel, wenn man Stories mag, wenn man selbst ablaufende Geschichten und Dialoge mag, wo man hier und da ein bisschen was verändern kann, wenn man multiple Pfade bis zum Ende mag, wenn man eben auch ja dieses Erzählerische und die Musik, die wir jetzt nicht gehört haben, und einfach das geile Setting, was Don't Nod immer wieder schafft zu erzeugen, auch was emotional angeht, schaffen die immer so einen Raum um einen rum, wo man sich tatsächlich fühlt, als wäre man in dieser Welt. Das haben die sehr gut gemacht. Das geht dieses Mal auch wieder direkt ins Blut. Thema ist natürlich, sage ich mal, für den einen oder anderen vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber solange es als Mittel zum Zweck und nicht als das, also nee, Mittel zum Zweck, als Teil einer Struktur, als Teil eines Adventure-Modells, als Teil der Geschichte benutzt wird, finde ich das auch völlig in Ordnung, weil es eine Grundaussage, ein Grundsetting ist, was man relativ selten bisher hatte. Womit ich auch diese ganze Muttergeschichte meine, die ich durchaus interessant finde. Weil ich habe das Gefühl, nach diesen 2 Stunden, dass da eine Diskrepanz besteht zwischen dem, was die beiden Kinder denken und dem, was über die Mutter sonst so gedacht wird oder was die Mutter sonst so dargestellt hat in dieser Welt. Kann natürlich sein, dass die ein echtes Problem war. Bisher habe ich eigentlich nur gesehen, dass sie bipolar ist, vielleicht depressiv, vielleicht in irgendeiner Form halt krankhaft. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie ihren Kindern gegenüber negativ oder aggressiv eingestellt ist. Die Schrotflinte lassen wir jetzt mal weg. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, tatsächlich. Also bei Life is Strange 2 war ich schon so, ach nee, ich will es eigentlich gar nicht weiterspielen. Hier habe ich tatsächlich Interesse, das weiterzuspielen. Ob wir es weiterspielen, mache ich aber trotzdem von euch abhängig, mache ich von euren Klicks abhängig, von den Kommentaren, von den Meinungen, von der gesamten Resonanz zum Spiel, weil das ja dann auch wieder so ein langes Ding ist, da möchte ich jetzt nicht unbedingt einen Kanal durchgenommen draus machen, wenn es euch nicht gefällt, weil ich hatte ja dann auch bei den letzten Life is Strange dann teilweise einfach hat man wirklich wenig Zuschauer. Also das ist dann irgendwie, die Zeit spare ich mir dann lieber für andere Spiele, ne, die vielleicht bei euch besser ankommen. Wie das nächste Mal, wenn ich StarCraft 2 mal endlich spiele und mal wieder ein bisschen übe, werde auch gucken, dass ich da mit Niklas irgendwann mal eine Routine finde, wo wir vielleicht wieder anfangen zu üben. Das wäre schön. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem restlichen Rocket Beans-Programm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, jetzt müsste der Denzel kommen, vielleicht sogar mit Wasteland 3 oder irgendwas anderem, neuem. Ich wünsche, wie bitte? Ist vollkommen korrekt. Seht ihr? Und das habe ich mir nur so ausgedacht. Habe ich nur gedacht, Wasteland 3 ist neu rausgekommen. Denzel ist der Wasteland-Professionelle hier. Nils ist gerade nicht da. Also kann es nur Denzel mit Wasteland sein. Ich hoffe, das Anspielen hat euch gefallen und gibt euch einen kleinen Eindruck. Meinen Eindruck habt ihr jetzt auch bekommen. Viel mehr kann ich ja dazu nicht sagen, weil alles, was ich bisher gemacht habe, ist ein bisschen rumlaufen und ein bisschen reden. Ne? Euch wünsche ich aber jetzt, wie gesagt, einen schönen Abend, Nachmittag, morgen, je nachdem, wann ihr es guckt. Wir sehen uns heute Abend oder morgen wieder. Bis dann.